Ja, hallo Leute. Heute möchte ich euch mal wieder ein Programm für das MacBook vorstellen. Bei dieser App, die ich euch heute vorstellen möchte, ist es jetzt nicht unbedingt gerade so eine nützliche bzw. ja sehr hilfreiche App, sondern ich würde das eher so in die Kategorie Fun-App einordnen. Um was geht's bei dieser App? Und zwar bezieht sich diese App auf den sogenannten Sudden Motion Sensor, der sich in den neueren MacBook Pros befindet. Das heißt, also es muss nicht unbedingt ein 2011er oder 2010er Modell sein. Das hier ist jetzt eins aus 2009, da funktioniert es auch. Und was ist dieser Sudden Motion Sensor? Das ist so eine Art Seismischer Sensor, der eben Erschütterungen oder eben auch Bewegungen von eurem MacBook wahrnimmt. Und da gibt es jetzt eben im Internet eine kostenlose App, die nennt sich Seismic, die habe ich hier schon mal runtergeladen. Link dazu ist natürlich auch in der Beschreibung. Und mit dieser App könnt ihr dann einfach die Bewegungen, die dieser Sudden Motion Sensor dann aufnimmt, einfach auch anzeigen. Ja, öffnen wir einfach mal direkt hier diese App. So sieht das Ganze aus. Ihr habt eben eure Z, Y und X-Achse. Wird hier auch nochmal ganz schön angezeigt, was denn was genau ist, also was die Buchstaben stehen. Und dann habt ihr eben hier eure Kurven, wie ihr sie eben auch bei einem richtigen Seismograph habt. Jetzt bewegt sich natürlich nicht viel, also habe ich da auch keinen großen Ausschlag. Wenn ich jetzt aber hier einfach mal schon so ein bisschen auf mein MacBook klopfe, dann seht ihr auch schon, hat sich da einiges an Bewegung getan. Und wenn ich es jetzt hier einfach mal so nehme und so ein bisschen schüttel, dann tut sich da schon ziemlich viel, gerade auch bei der X-Achse eben, natürlich bei der Z-Achse weniger. Aber wie ihr seht, wenn ihr das in irgendeine Richtung bewegt, zeigt natürlich dieses Programm auch einen Ausschlag aus. Also es ist auch relativ zeitgenau. Natürlich könnt ihr auch andere Sachen machen, wie jetzt zum Beispiel hebe ich sie einfach mal ganz hoch in eine Seite und dann werden hier auch so kleine Pfeile angezeigt, welche Achse eben in welche Richtung sich bewegt. Das kann ich auch einfach hier mal so seitwärts machen, das ist auch gar kein Problem. Oder auch mal an die andere Seite. Wird alles wunderbar eben hier angezeigt. Also das funktioniert wirklich sehr gut. Eben und sobald die Bewegung etwas stärker ist, tauchen dann auch diese Pfeile dann auf. Ja, natürlich kann man sich jetzt berechtigt fragen, was ist der Sinn dieser App? Wie ich am Anfang ja schon erwähnt habe, finde ich, ist da wirklich kein großer Sinn dahinter. Natürlich kann damit, falls ihr in einer Erdbebenregion oder sowas seid, natürlich das auch feststellen, sofern das MacBook eines dann auf dem Tisch steht. Wie ihr gesehen habt, auch wenn man es nur leicht bewegt, wird auch schon was angezeigt. Aber ich sehe das Ganze, wie gesagt, mehr als so Fun-App an. Einfach, wenn man mal unter Kumpels ist, finde ich das ganz lustig, einfach mal zu zeigen, was so ein MacBook alles anzeigen kann. Ja, das war's eigentlich auch schon von dieser App. Wie gesagt, Link zum Download ist in der Beschreibung und ich sage wie immer vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.